Mitarbeiter. This meeting is being recorded. Okay. Ich habe es jetzt erst eingeschaltet, weil so die Einleitung. Das ist ja gut, hat ja funktioniert. Ja. Ab und zu mache ich noch Fehler. Also nein, aber das ist so die Geschichte. Das ist das, eigentlich ist es ein Unternehmen. Es ist ja in Österreich so üblich, dass die Museen, die früher so alle so eigenständige Institutionen waren, nicht eigenständige Institutionen, sondern es waren Bundesinstitutionen oder Landesinstitutionen. Und dann hat man begonnen, also im Jahr 1999, also die Museen also auszugliedern. Das heißt also, alle Museen in Österreich sind zwischenzeitlich, also unsere waren die letzten, sind zwischenzeitlich also eigene Unternehmen. Wir mieten die Sammlung von den jeweiligen Eigentümern, das heißt Land oder Bund. Und dasselbe gilt auch für die Locations, also für die Gebäude. Und wir versuchen halt so erfolgreich wie möglich zu sein. Also wir kriegen also eine Basisabgeltung von den jeweiligen Stellen. Und das deckt das in der Regel die Personalkosten, also noch etwas mehr. Und darüber hinaus müssen wir halt versuchen, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Was jetzt natürlich in der Zeit, also in der Covid-Zeit, also sehr, sehr schwierig ist. Aber dennoch, es gelingt uns ganz gut und wir kommen also auch sehr, sehr gut also mit unserem Landeshauptmann klar, der mein direkter Vorgesetzter ist. Und dadurch können wir uns eigentlich sehr, sehr gut bewegen, auch in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Also wir haben ja auch in dieser Covid-Zeit sehr intensives Ausstellungsprogramm gemacht. Also wir machen im Jahr, glaube ich, etwa 30, 35 Ausstellungen. Das ist doch also eine ganze Menge und auch mit vielen Publikationen. Aber wie gesagt, das deckt eben nicht nur die Kunst ab, sondern den gesamten kulturellen und auch Bereich und die Natur. Wenn ich mal leicht unterbrechen darf, können Sie mal bitte so reflektieren, Ihren Weg zur Fotografie von der Archäologie über Kunstgeschichte. Wie ist das gelaufen? Einfach so wie die innere Flamme? Oder wie lief das? Ja, ich gab einfach jetzt, also ich bin ja schon 61 und irgendwie habe ich auch einmal überlegt, wo kommt das eigentlich her? Oh, jetzt weg. Also so Tierprojektor noch. Jetzt geht's wieder. In dieser Zeit habe ich studiert und habe ich auch um Tierkästen gekümmert, aber das war nicht unbedingt eine Leidenschaft, sondern ich glaube, das ist irgendwie gekommen, also über meinen Vater, der war so ein leidenschaftlicher Knipser, der permanent seinen Fotoapparat dabei hatte und also tausende Fotografien produziert hat. Und irgendwie hat er mir das eigentlich mitgegeben, glaube ich. Und dann habe ich begonnen in den 1979 bin ich das erste Mal nach Afrika und habe dort begonnen und habe eine Kamera mitgehabt. War noch so eine schöne Leica. Damals schon eine alte gewesen und mit der war ich halt unterwegs und habe dann begonnen also, zu fotografieren und habe halt interessante Menschen fotografiert. Das waren dann, und das, aus dem ist eine gewisse Leidenschaft geworden und eigentlich würde ich sagen, seit meinem 18. Lebensjahr bin ich in Afrika unterwegs und fotografiere Stammesfürsten, Herrscher, versuche die Geschichten also aufzuschreiben, weil das Spannende ist, also gerade in Afrika, dass die Ethnologen, die waren jetzt alle in den 1960er, 70er Jahren sehr intensiv in Afrika, auch noch vielleicht in den 80er Jahren. Und dann sind aber die Ethnologen ausgeblieben. Die Soziologen wären eigentlich die richtigen, die jetzt kommen müssten. Aber es ist eigentlich niemand mehr in Afrika, der dokumentiert. Und irgendwie hat sich das so eine Passion entwickelt. Und das ist, glaube ich, die Ursache für meinen Faible, auch für die Fotografie. Wobei das, was ich mache, das ist eine reine Dokumentarfotografie. Also ich messe dann selbst also nicht eine besondere Bedeutung bei, aber es hat also etwas zu tun, auch mit meinem Studium, halt bei Kunstgeschichte studiert, Archäologie, also Geisteswissenschaft, auch Philosophie. Ist für mich ein Thema und darum denke ich, es ist einfach wichtig, dass es jemanden gibt, der sehr solche Geschichten aufzeigt, aufschreibt. Und das ist auch ein gewisser Hang, den ich natürlich auch persönlich habe zur Dokumentarfotografie, weil ich also an diesen Geschichten in erster Linie interessiert bin. Und dann, wie ich dann in die Albertina gekommen bin, also in Wien, war dann die Überlegung, da gab es schon immer Diskussionen, ein Fotomuseum in Österreich zu machen. Und wir haben damals, und dafür war er verantwortlich, für die Übernahme der grafischen, die Sammlung der grafischen Lehren Versuchsanstalt. Das war also eine der wichtigsten oder ist eine der wichtigsten fotografischen Sammlungen in Europa mit Fotografien und auch Apparaturen. Und das hat mich dann eigentlich also immer beschäftigt und nie losgelassen. Und durch die Übernahme, also ich meine in Leipzig natürlich,
intensive Auseinandersetzung also mit den mit KünstlerInnen oder FotografInnen, die in der Zeit der DDR gearbeitet haben. Das war so ein Faible von mir, weil ich gesehen habe, da sind viele KünstlerInnen sind da wirklich also durch den Rost gefallen, durch die Wände. Und da konnte man so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren für Kunst, die in der Zeit der DDR entstanden ist. Und dann also jetzt also in Oberösterreich angekommen, ist ja meine Heimat, also ich bin ja hier aufgewachsen. Und da ist dann halt auch eines passiert, es gab ein einziges Fotomuseum in Österreich, das war also in Bad Ischl, das ist im Salzkammergut, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, also landschaftlich, also im schönsten Gebiet in Österreich, also mitten in den Bergen. Und da hat man in den 1970er Jahren einmal die Idee gehabt, also ein Fotomuseum zu gründen, weil es eine große Fotosammlung gab von Hans Frank. Das war also einer im deutschsprachigen Raum, der erste, würde ich meinen, durchaus professionell zu sehende Fotosammler, der eben auch Fotografien und aber auch Apparaturen gesammelt hat aus Salzburg. Und das Land Oberösterreich hat seine Sammlung erworben und hat also einfach in Bad Ischl ein Fotomuseum gegründet, das Teil unseres Museumsverbands ist. Aber wir haben dieses Fotomuseum dort aufgelöst, es war so in den Alpen und am Ende gab es nur mehr 4.000 Besucher im Jahr und haben das Ganze jetzt also verlegt nach Linz. Und in Linz gibt es jetzt also das Francisco Carolinum, das ist das alte Landesmuseum, eigentlich ein sehr großes Gebäude. Und das sind also insgesamt also 3 Geschosse und die haben wir jetzt, und dieses Gebäude ist, wenn man so will, also auch neu programmiert worden und das ist jetzt das Museum das Haus für Fotografie und Medienkunst. Mhm. Und damit ist eigentlich in Österreich also die einzige wirklich also institutionelle Einrichtung, öffentliche, die sich also um Fotografie kümmert. Wir haben also Fotografie-KuratorInnen und sind jetzt dabei, ein durchaus spannendes und sehr dynamisches Programm zu entwickeln. Schön. Also das ist auch mein Hintergrund. Vielen Dank. Ich werde noch zu 2 nicht Regularien. Wir gehen dann mal noch durch die 10 Fotos durch, so dass Alfred Weidinger ein paar Worte dazu sagt. Aber ihr könnt jederzeit irgendwas fragen, was euch durch den Kopf schießt. Und wir wollen es also nicht so statisch wie so einen Monolog halten. Habt ihr erstmal so ein paar Ideen, was ihr Alfred Weidinger fragen wollt? Gibt es so ein paar Impulse, die schon jetzt, dann gehen wir dann in die nächste Runde, wo wir die Fotos nochmal durchgehen und dann mal so eine kleine ästhetische Analyse gemacht. Ja, geht es euch gut soweit? Habt ihr Fragen noch, so wie, ja, reicht das sozusagen als eine Art Vorstellung oder wollen wir mal in die Fotos reingehen? Wie geht es euch? Gerne in die Fotos. In die Fotos, genau. Ja, dann machen wir das. Eine kleine Sekunde. Ich muss jetzt nur den Bildschirm noch mal im Augenblick. Ja. So, mal gucken. Also nicht an mir verzweifeln, wenn es mal länger dauert. Warum kommt es nicht? Also, ich habe eine kurze Sendepause. Ich mache es mal am Bildschirm. Jetzt kommt es, ja. Ich habe nur auf die falsche Taste gedrückt. Also keine Sorge, alles ist gut. So, seht ihr alles? Seht ihr die Bilder, ja, oder? Ja. Ja. Jetzt geht es also mit Klaus Bach los. Weimar, die alten 76er bis 1909. 90er Jahre. Ja, Herr Weidinger, was war der Impuls? Ja, ich habe es ja geschrieben. Also, das war jetzt also auch kein besonders komplizierter Prozess, sondern bin einfach durch die ganzen Fotos gegangen. Das ist immer doch eine ganze Menge. Und ich habe einfach Fotos ausgesucht, also von Fotografinnen, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnte man gut vorstellen, dass die auch also bei uns im Museum gezeigt werden. Und klar, wenn man das erste hat, also ich kann es auch nicht. Also wirklich einen wissenschaftlichen Diskurs führen über die einzelnen Fotos, weil ich habe so irgendwann einmal so eine Methode entwickelt. Also ich habe in einer Zeit Kunstgeschichte studiert, da ist man vom Werk ausgegangen, also man durfte vom Künstler nichts wissen. Das war also meinen Professoren damals das Wichtigste überhaupt, sondern man hat also ein Werk serviert bekommen und da musste man das interpretieren. Und diese Zeit habe ich also wirklich hinter mich gebracht und bin eigentlich sehr froh darüber. Und jetzt ist für mich, also wenn man so will, das ist meine kunstwissenschaftliche Methode, die ist, dass ich mich also mit den Biografien auseinandersetze. Also ich habe das auch also
in Ostdeutschland einmal gemacht. Das war also Klaus Hiner Sprengmühl. Das war so eine Figur, die ich, also das war für mich so ein Opener, auch also für die ostdeutsche Kunst. Und ich habe mich wirklich also versucht, also in dieses Werk, in sein Leben hineinzuarbeiten, habe, glaube ich, also ich denke, so etwa genau zu 40 Interviews geführt und bin dann seine ganze Biografie aufgearbeitet, inklusive der Stasi-Akten etc. Und das, wenn man so will, ist so ein bisschen auch meine Methode. Also ich versuche halt einfach, also wenn ich mich mit einem Künstler intensiv auseinandersetze, ich habe das auch mit dem Peter Weibel mal gemacht, um mal jemanden anderen zu nennen, der, aber dann ist es wirklich so etwas, also dann legt man den halt auf die Couch oder man legt sie gemeinsam hin und versucht das einfach mal zu reden. Der Schlüssel für das Werk ist immer die Biografie. Das, ich bin mit dem eigentlich sehr, sehr, sehr weit gekommen. Und wenn man so will, das, was ich jetzt hier gesehen habe, oder auch jetzt von Klaus Bach, wenn wir jetzt schon dabei sind, das war etwas, was mich einfach angeregt hat. Das war auch etwas, womit ich mich selbst sehr intensiv auseinandersetze. Das ist halt einfach auch, die, wenn man so will, eine Dokumentarfotografie. Auch wenn Sie das jetzt also auch durchaus anders sehen, aber es ist zumindest also mein erster Eindruck ist, dass das einfach damit, am Ende ist es ein Dokument geworden, so wie jedes einzelne Foto, das wir machen. Also selbst durch den Druck auf den Auslöser ist es bereits als ein Zeitdokument geworden. Und so sehe ich das. Und ich finde das einfach wichtig, weil das ist auch eine gewisse Stärke dieser Fotografie, dass sie, das ist halt etwas, was bleibt. Nicht? Das bleibt das geschriebene Wort, wenn man so will. Wenn es auch gut verpackt ist, also in einem Buch und das überlebensfähig ist dadurch. Und so ist es auch mit der Fotografie. Und das sind so, es gibt so ganz wenige Möglichkeiten, auch Ausdrucksformen, sich zu. Hallo? Jetzt geht's wieder. Wir sehen ja auch das Datum, also wir wissen, wann das also auch entstanden ist, diese Fotografie. Da sind wir natürlich noch, also definitiv in der Zeit der DDR. Und ich denke, dass es wichtig ist, auch für die nachkommenden Generationen, also auch sich mit dem auch immer wieder auseinanderzusetzen. Das ist, ihr seid ja alle Profis, also viel, viel mehr als ich es bin. Und das ist halt einfach, also aus meiner Sicht ist es einfach ein perfektes Foto. Ich finde das einfach wirklich also gut gemacht. Es sagt so wahnsinnig viel aus. Es ist ja, und das ist halt das gesamte Werk von Klaus Bach, was ich halt zumindest jetzt mal sehen konnte. Es ist nicht übermäßig viel. Das ist also etwas sehr Poetisches, finde ich. Und das etwas sehr Kontemplatives. Und das ist also eine Herangehensweise, die mich besonders fasziniert. Und das war auch bei diesem Foto. Und wenn ich so ein Foto sehe und mir dann noch ein paar weitere Fotos von ihm anschaue, dann denke ich mir, das ist etwas, was definitiv auch gezeigt werden soll, auch immer wieder. Das ist auch bei uns im Museum. Also das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Herr Bach, also wenn Sie da, können wir uns gerne mal irgendwann einmal treffen, ist definitiv für unser Thema. Ja, also weil das ist, wir zeigen, machen viele Ausstellungen und ich finde es spannend, also alles, was ich von Ihnen gesehen habe, finde ich einfach spannend. Das ist es. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich bei jedem so sagen. Das, was ich sage, es ist auch so, wie, also ich bin nicht jemand, der ich bin da nicht sehr diplomatisch, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es auch. Aber das ist etwas, und auch wenn ich jetzt sage, also ich könnte mir vorstellen, also Ausstellung zu machen, dann ist es auch ernst gemeint. Also das. Ja. Der Klaus, das ist doch toll, das ist ein tolles Ergebnis schon, oder? Ja, klar, natürlich, ja klar. Ja, vielen Dank für das Kompliment, Herr Weidinger. Super. Zu dem Foto vielleicht. Es ist natürlich auch in der ganzen Reihe so ein schöner Einsteiger, weil es so offen ist. Ich fing zu der Zeit an, wirklich intuitiv eigentlich mehr zu fotografieren. Und es ist eigentlich immer so eine, wie ich es auch in der kurzen Beschreibung getextet habe, eine Geschichte, die, wo sich die Richtung erstmal, was meine Arbeit, mein, wenn man so will, Konzept im weiteren Sinne betrifft oder mich dann später, was ich später machte, so entwickelt hat. Und es war für mich immer diese Alltagsfotografie so eine Art Basis, eine Sammlung an Bildern, wo ich jetzt nicht irgendwie eine Message im Hintergrund hatte. Im Speziellen, das Foto ist zum Beispiel zu einem der berühmtesten Volksfeste in der ehemaligen DDR, beziehungsweise heute auch, wenn man so will, Bundesrepublik aufgenommen worden, 1976 im Oktober, dem berühmt-berüchtigten Weimarer Zwiebelmarkt. Der Ort selber ist eigentlich vor dem Allerheiligsten der deutschen Literatur, nämlich auf den Wiesen des Frauenplans vor dem Goethe-Gartenhaus. Die müssen sich vorstellen, ist quasi links von mir, würde man dieses Haus sehen, wenn es drauf wäre. Und das Besondere war, es war ein sehr, sehr warmer Tag im Oktober, sonst hätten sich ja auch die vielen, wenn man so will, Blueser und Hippies da nicht so schön auf der Wiese gelegen. Und ich war mit Freunden unterwegs und völlig baff, dass diese Wiesen, die sonst immer natürlich tunlich sauber gehalten worden und keiner durfte da oder
sehr selten, dass mal so viele Leute drauf lagen, wirklich jetzt von der ganzen Szene von Leuten, die von überall her kamen, also auch Berliner, man hat es an den Dialekten mitbekommen, in Beschlag genommen worden sind. Und damals war das, irgendjemand sagte dann, es ist ja so ein Mini-Woodstock hier, hätte ich in dem Nest ja gar nicht gedacht. Etwas übertrieben sicher, aber es hatte natürlich, hatte was Unglaubliches, Poetisches und ja. Und auf einmal, ich hatte mich da irgendwie auch hingelegt, man kann es ja sehen, oder ziemlich weit, etwas weiter von unten. Jetzt versucht da zu fotografieren, also unmittelbar über dem Rasen, und da kam auf einmal dieser Typ da aus dem Hintergrund vorbeigelaufen. Und ja, es gibt ein einziges Bild, was geworden ist. Die anderen, also technisch sind es alle geworden, alle anderen waren Schrott. Aber das ist einfach eins, was ich erst nach Jahren wieder entdeckt habe, muss ich ehrlich sagen. Genau. Das ist eigentlich so ein, das findet auch ziemlich viel Anklang. Ich bekomme das jedes Mal mit. In Weimar gab es natürlich jetzt für diese Foto, innerhalb dieser Fotoserie, dieses Blick zurück, quasi diese, wenn man so will, fragmentarische Fotosammlung, auch ein, zwei Ausstellungen. Es gibt mittlerweile ein Fotobuch, das ist vor, was haben wir jetzt? Ah, 2015, vor 7 Jahren rausgekommen. Nach ein paar Jahren ist es vergriffen gewesen. Suffisanterweise von einem, nicht von einem ehemaligen Verlag aus dem Osten, sondern von einem Verlag aus Essen. Das hatte sich dann irgendwann ergeben, obwohl ich das auch einigen Leipziger Verlagen angeboten hatte. Aber lassen wir das, führt zu weit. Kurzum, es hat einige Umwege gebraucht, bis sich diese Serie und auch was danach kam, zu so einem Eigenleben entwickelt hat. Genau. So. Okay, sag nochmal jetzt vielleicht 2 Worte. Die ganze Serie, was erzählst du über die ganze Serie, ein Stück DDR-Geschichte? Oder was ist eigentlich, ja, es sind im Grunde genommen, das Besondere ist vielleicht, es ist immer schwierig als Autor über was Besonderes zu reden, das Besondere ist, dass es also nicht jetzt nur eine Subkultur-Szene-Fotografie ist, wie es viele Kollegen und Kolleginnen machen, oder nur Arbeitswelt, sondern das hat vielleicht am Ende, muss ich heute sagen, vielleicht auch doch mit mir zu tun, im weiteren Sinne. Ich komme mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten, unterschiedlichsten Charakteren klar oder werde akzeptiert, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls in dem Nest Weimar im Speziellen in die unterschiedlichsten Milieus, einerseits aus beruflichen Gründen. Ich war eine Zeit lang Fotograf in der Sektion Architektur der damaligen Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar und habe dann natürlich auch pflichtgemäß diese ganzen Parteiveranstaltungen, ödes Zeug, fotografieren müssen. Zum Teil habe ich dem aber auch was abgewinnen können, weil das war so eine bizarre, bisweilen eingefrorene Atmosphäre. Und als Gegenstück halt den Weimarer Alltag, der hat sich nicht von einem Alltag in anderen Städten wie Halle, Leipzig, Berlin oder Dresden oder in kleineren Städten groß unterschieden. Das heißt, mit zunehmender Zeit in der DDR und fortschreitender Zeit hat man auch den Häusern den Verfall angesehen, und davon erzählt der Fotoband halt auch. Allerdings, das Besondere und das Wichtige ist dabei, dass es eben nicht nur die Alltagsfotografie ist. Es gibt eine Strecke von Paaren. Ich bin also auch zu Leuten in die Wohnung gegangen und habe halt die Leute in Lebensgemeinschaften fotografiert, konventionelle, unkonventionelle. Also es geht wirklich bis in das Innerste, wenn man so will, unserer Gesellschaft. Und es ist so ein ziemliches, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe es erst dann, nachdem mir viele Kollegen oder Freunde geraten haben, ich soll doch mal damit was machen. Ich fand das immer, dass es nicht ausreicht. Hat keine Richtung. Und bis mir irgendwann sagte, Klaus, das ist eigentlich genau die Richtung, die es nicht hat, ist die Richtung. Und er fand das. Und dann hat sich das eigentlich so, auch was die Auswahl betrifft, die und so weiter, zu so einem Eigenleben entwickelt. Und ich muss ja auch sagen, das war ja für mich nie, ist eine Geschichte, wo ich mir gesagt habe, ich bin jetzt der Stadtchronist von diesem Weimar oder sowas. Ich werde mittlerweile so genannt, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Man kommt ja nicht davon weg. Es gibt nun mal die Bilder. Aber es war für mich halt auch immer so eine Materialsammlung, eine Inspiration, wie ein Autor mit seinem Textheft halt unterwegs ist, mit seinen berühmten Klatten und sich was aufschreibt, habe ich halt meine Bilder gehabt, meine Fotos. Und das eine Klaus, oder andere darf ich mal kurz deinen wunderbaren Redefluss unterbrechen, weil wir haben es jetzt kurz vor halb und von der Redaktion habe ich gerade den Hinweis bekommen, ich muss mal zum nächsten Bild gehen, sonst bleibt die andere bloß noch irgendwie so, sagen, so eine Minute übrig. Oha. Und wunderbar, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Johanna Jackie Bayer. Herr Weidinger, sind Sie wieder sozusagen im Lied und müssen was Tolles erzählen, weil es auch ein tolles Bild. Ja, es ist ein, also das habe ich sofort, dass ich irgendwie bewegt, dieses Bild. Nicht? Weil ich an dem Bild mag, das ist halt einfach, ist ein sehr
aktive Fotografie, auch immer sehr aktiver Fotograf, weil das also ist sehr ist nachsichtig, das Ganze. Das ist ja durchaus eine sehr, sehr, würde ich sagen, eine sehr dynamische, spannende Szene. Also da ist Spannung da, da steckt so, da knistert es richtig und das ist einfach perfekt also festgehalten. Ich finde das gut. Dann natürlich, wenn man sich dann mehr damit auseinandersetzt, also auch mit der Serie, dann kommt man drauf, ja, aha, okay, das ist also House of Shame, das ist also ein Club, das ist die queere Szene, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist auch etwas, was mich persönlich auch sehr anspricht, also weil ich glaube, dass man da, dass man die den Menschen also viel zu wenig also Freiraum also einräumt und immer noch viel zu kritisch ist. Also wir haben auch also einige Queere, ich glaube, wir haben 3 oder 4 queere Mitarbeiter in der Zwischenzeit bei uns. Was mir wichtig ist, dass wir, weil wir sagen zwar immer so, dass wir so unglaublich divers sind und tatsächlich sind wir irgendwo ganz am Beginn. Und so gesehen finde ich das ganz eine fantastische Fotografie, erinnert mich also ein bisschen auch an diese, auch in dieser Aktivität, auch sehr an also Nan Goldin. Mhm. Und das ist etwas, was ich super spannend finde. Und das kann man nicht, würde ich meinen, nicht oft genug zeigen und auch nicht so also oft genug sehen. Und schön, also wir haben so. Und das zieht sich ja durch, durch das gesamte Werk, also zumindest das, was ich bisher gesehen habe, war dann auch auf der Website. Und das ist also jedes einzelne Bild, das ich hier sehe, jede einzelne Serie, die hier also angerissen ist, ist einfach super spannend. Also wirklich auch ein großes, ja, so Achtung eigentlich vor diesem Menschen, der so eine aktive Fotografie in dieser Szene betreibt. Wunderbar. Und wie man vielleicht noch beiläufig feststellen kann, geht es gleich von Klaus Bach. 76, 99 gibt es gleich den Anschluss 99, 2019. Also es ist so noch perfekt aneinander geknüpft. Also es gibt manchmal so Sachen, die Poesie des Zufalls. Ja, wie geht es damit, Johanna Jackie Beyer? Ja, vielen Dank für die Besprechung. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also es ist das erste Mal, dass ich in so einer Runde dabei bin jetzt. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, kenne mich mit den Gepflogenheiten jetzt nicht aus. Einfach authentisch sein. Gut, ich will jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig viel über mich breittreten, weil das erzählt sich irgendwann irgendwie von selbst und hoffentlich vielleicht auch ein bisschen in der Fotografie oder in den Fotos, die es da gibt. Also dieses Foto jedenfalls hier aus dieser Serie House of Shame. Die Serie House of Shame begleitet mich eigentlich seit 25 Jahren jetzt fast. Ja, nicht übertreiben, nicht lügen. Also seit 99 gibt es diese Institution, diese Party, gehostet auch von einer transsexuellen Frau, die tatsächlich diese Party jetzt seit 22 Jahren macht, also mit der Unterbrechung der letzten 2 Jahre jetzt, die durch die Pandemie natürlich bedingt ist. Aber in dieser ganzen Zeit bin ich eigentlich auch immer zu dieser Party gegangen, nicht nur, weil ich fotografieren wollte. Der erste Impuls ist eigentlich gar nicht das Fotografieren gewesen, sondern überhaupt eine Party zu haben, auf der ich oder jemand wie ich willkommen war und dass ich dann die Kamera mitgenommen habe, hat sich dann so ergeben, weil ich dachte eigentlich, das musst du fotografieren. So habe ich also 99 auch tatsächlich damit da angefangen und ist dann im Laufe der jetzt 23 Jahre sind da so ungefähr auf dieser Party und auf parallelen Ereignissen so um die 200.000 negative, ja vielleicht auch ein paar mehr digitale und analoge in unterschiedlichsten Formaten entstanden und die lasten so ein bisschen in meinen Schränken und auf meinen Schultern und ich bin also gewissermaßen gefordert, das ein bisschen jetzt zu editieren. Was viel Zeit, viel Nerven und Energie kostet. Einfach Stichwort Authentizität, man ja nicht einfach irgendein Netz darüber legen möchte, ne? Sondern das muss sich schon von Bild zu Bild ergeben. Und das ist auch etwas, was also ich habe jetzt neulich für einiges Geld einen Workshop mit einem
geachteten Fotografen aus Frankreich gemacht, der mich dann also auch quasi so am Schlaffittchen gepackt hat und gemeint, you are obliged to do something, also du musst da was draus machen, allein schon durch die Menge der Fotos. Und das ist nicht nur das ist ja auch nicht die einzige Serie sozusagen. Also es gibt auf der DFA-Homepage gibt es ja auch noch die Royal Bar, das Innere, das Innenleben einer transsexuellen Animationsbar zeigt gewissermaßen, aber jetzt eben nicht von jemandem, gleich ob Mann oder Frau, da zu Besuch kommt, sondern eben von einer Transsexuellen, ich glaube, das muss man jetzt auch nicht groß betonen, das sieht man, dass ich das bin, quasi aus der Innensicht fotografiert worden ist und so weiter und so weiter. Also da ist viel noch zu tun und viel aufzuarbeiten und mehr kann ich im Moment dazu gar nicht sagen. Alles gut. Ja, ja, vielen Dank. Das ist ein sehr spannendes Werk und vor allem, wenn Sie sagen, dass Sie so eine große Anzahl von Negativen haben und auch also digitale Saaten, das ist schon eine Herausforderung. Also wenn man 200.000, also ungefähr 200.000 gegenübersteht, das ist also eine unglaubliche Herausforderung. Aber ich finde das, wie ist das Verhältnis ungefähr zwischen analog und digital? So zeitlich gesagt, also irgendwann 2008 herum habe ich mir eine Digitalkamera gekauft und Fotografieren ist dadurch natürlich. Ich benutze aber nach wie vor immer auch wieder noch die analoge Kamera, weil es doch irgendwie ein anderes Verhältnis ist, ein anderes Fotografieren ist. Allein schon, weil man nicht versucht ist, jedes Mal auf die Rückseite der Kamera zu gucken. Nach dem Fotografieren. Es ist ein anderer Akt einfach. Ne? Also deshalb benutze ich die auch nach wie vor auch weiterhin sehr gern. Und diese Fotografie, ist das analog oder digital? Diese hier, das ist tatsächlich eine digitale. Das ist eine der ersten mit einer Digitalkamera. Ja. Eine der ersten mit einer Digitalkamera. Ja gut, dann gehen wir mal munter weiter, was ja interessant ist, so die ästhetische. Ich höre mich leider doppelt. Könnt ihr bitte eure Mikrofone ausmachen? Es gibt lauter Echos. Ja, genau. Also die anderen sollten die Mikrofone ausmachen, sonst haben wir hier. So, sozusagen eine experimentale Sendung. Ja, also was ja interessant ist, wenn wir jetzt einfach zwischen diesen beiden Bildern mal hin und her scrollen, das ist ja schon so in der Gesellschaft so zwei ganz verschiedene Biotope. Und jetzt gehen wir einfach so, Birte Kaufmann, keine Ahnung, sie ist leider nicht vorhanden. Sie hat sich auch gar nicht gemeldet, also wir können sie auch nicht befragen zu ihrem Bild, aber es ist ja interessant, diese beiden Welten. So, und das zeigt ja so ein Stück, Herr Weidinger, so Sie haben ein Herz für große Unterschiedlichkeit auch in Ihrer fotografischen Wahrnehmung. Sie können mal so zwei, drei Worte dazu sagen, bevor wir dann zu Kurt Buchwald kommen. Das ist alles auch Serien, sehe ich gerade. Ja, bei Birte Kaufmann ist es, da entdecke ich mich selbst auch, da komme ich auch selbst irgendwie vor bei dieser Art von Fotografie. Das ist, was ich so auch gelesen habe und was ich auch vermutet habe, diese Fotografie, sie fotografiert also vornehmlich auf Reisen. Und da ist halt, man begibt sich in eine ganz besondere Stimmung und dann entwickelt man also eine ganz bestimmte Sensitivität. Und das ist etwas, was ich da also wirklich spüre. Das ist eine Fotografie, die mir sehr nahe geht eigentlich. Nicht? Auch wenn sie so vielleicht so also a priori nicht besonders viel sagt. Aber es ist eine unglaublich berührende Fotografie und auch Art zu fotografieren. Und wie gesagt, also ich kenne das halt einfach aus meinem eigenen Erleben. Also wenn man auf Reisen ist und oft auch allein unterwegs ist, dann erkennt man solche auch wiederum so kontemplative Situationen, die man dann ganz gerne also mit dem Fotoapparat festhält. Und das ist eine sehr, sehr schöne Fotografie, auch eine sehr
Poetische, das ist etwas, was mir halt auch immer wieder wichtig ist, auch wenn ich das jetzt schon vielleicht zweimal gesagt habe. Ja. Aber das ist halt eine Form der Fotografie, die mir wichtig ist, die mir nahe geht auch. Ja, also würden Sie auch sagen, so Fotografie verbindet einen mehr mit dem eigenen Leben der Erinnerung, was so hochkommt, was man sieht. Gut, in der Malerei ist wieder was ganz anderes, das ist mehr so wie so eine andere ästhetische Ebene angeschlagen. Aber bei der Fotografie sehen Sie sich wahrscheinlich selber, Erinnerungen kommen hoch und irgendwie das in so einem Bild wieder zu finden, ist einfach was anderes. Die Fotografie ist definitiv also keine, gaukelt keine Parallelwelt vor. Nicht? Also in allen anderen Künsten ist es ja so, dass man sich mit Parallelwelten zu tun hat. Ja. Also Metaversum jetzt zum Beispiel auch, das ist ein Thema, das also in der Kunst ja schon seit Ewigkeiten eine Rolle spielt. Es waren ja immer KünstlerInnen, die der Parallelwelt also ein Bild gegeben haben. Und nur die Fotografie ist etwas, das ist keine Parallelwelt, die hier geschieht. Ich habe das auch nie so gesehen. Das ist etwas, da ist man unmittelbar, also im Geschehen, unmittelbar ist man dran. Das ist ganz gleich, also welches Foto, das wir jetzt nehmen, das wir das durchgegeben haben, ob das jetzt also von Johanna Jackie Beyer ist oder jetzt Birte Kaufmann oder auch also den Kollegen zuvor. Also das ist das, was es ausmacht eigentlich. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade sehr intensiv also mit dem Metaverse, mit Parallelwelten. Und das wird mir immer klarer, was die Fotografie dafür eine besondere Rolle eigentlich einnimmt, als künstlerisches Medium. Aber das irritiert mich fast ein bisschen. Ich hätte immer gedacht, Fotografie ist eine Parallelwelt, wie so eine, der Augenblick, der gerinnt zu einem Foto. Das war für mich Parallelwelt. Was wäre denn die Malerei? Das wäre, oder was wäre denn Fotografie? Ja, es ist eine mehr konstruierte Welt. Nicht? Also wenn ich sage, ich mache hier so eine Fotografie, einer Gegenwart, einer Situation, die ich vornehme, die Situation, die existiert ja auch genauso, also wird jetzt nicht mehr so existieren. Und natürlich ist es ein bestimmter Moment, weil eben da zwei Personen sind, da jetzt die Wäsche hängt und das wird natürlich dann wahrscheinlich aus ein paar Tage oder wahrscheinlich jetzt in der Sekunde, das Mädchen nimmt ja offensichtlich Wäsche ab oder hängt etwas auf, also das heißt, die Situation hat sich wieder verändert. Aber dennoch, der Ort ist wieder aufsuchbar, der Wohnwagen steht möglicherweise noch dort und das finde ich, das hat nicht unbedingt mit einer Parallelwelt zu tun. Zumindest nicht so sehr wie mit allen anderen künstlerischen Medien. Weil in allen anderen künstlerischen Medien ist einfach das Medium allein schon in der Malerei, ist halt einfach nicht die Möglichkeit, also das Abbild ist so präzise festzuhalten, wie es das Auge vermag. Ja. Wir sind da also an dem Auge halt einfach sehr, sehr nahe dran. Und darum finde ich, das ist eigentlich, würde ich sagen, also da vielleicht der Parallelwelt am entferntesten. Natürlich, also wenn es in die Konzeptfotografie geht, kann man natürlich auch da alles konstruieren. Aber bei dieser Art von Fotografie sehe ich das schon, ist sehr unmittelbar. Und die Parallelwelt sehe ich da bei weitem nicht so stark wie in der Malerei, in der digitalen Kunst oder auch also in anderen künstlerischen Medien. Gut, danke. Und Sie haben die wunderbare Brücke geschlagen. Kurt Buchwald liegt ja parallel zum Strich auf der Straße. sozusagen er verkörpert sozusagen par excellence die Parallelwelt. Aber hinterfragt die Parallelwelt, ob sie wirklich so parallel ist oder ob die Fotografie uns nur etwas vorgaukelt. Ja, Kurt Buchwald, das ist ja schon ein kleiner Sprung. Von der, man kann sagen, ja, alles ist Fotografie, ist Inszenierung, aber das ist ja eine freiwillige, eine unbewusste Inszenierung am Wohnwagen und Kurt Buchwald ist ja selber alles im einen, der Fotograf, der Statist, der Bildkörper. Was ist jetzt der Unterschied jetzt, Herr Weidinger, zu nochmal zu dieser Aktion, zu Kurt Buchwald? Ja, das, was wir an diesen Fotos, das betrifft ja auch also Ihre eigene Fotografie, das, was mich halt immer schon begeistert hat, aber das ist halt die, wenn es etwas Performatives bekommt, und das ist da definitiv also der Fall, ob das jetzt also Aktionskunst ist oder Performancekunst oder auch Happenings, was auch immer, das ist etwas, was ich immer schon spannend fand. Aber das hängt damit zusammen, dass ich mich natürlich sehr intensiv also in Österreich also mit dem österreichischen Aktionismus auseinandergesetzt habe. Das heißt also, die Performancekunst oder Aktionismus, das ist etwas, was mir halt einfach sehr nahe ist, indem ich mich ganz gut bewegen kann. Und das war dann meine große Überraschung eigentlich, weil ich ja keine Ahnung hatte davon, als ich nach Leipzig bin.
Und da tauchen dann plötzlich solche Künstler auf, eben wie Kurt Buchwald, Klaus Hiener-Springmüller, etc., etc. Nicht? Und das, natürlich ist das alles, also die österreichischen Aktionismus, das ist eine Zeit, also die wesentlichste Phase, würde ich sagen, also in den späten 50er Jahren und 60er Jahren, natürlich auch nach Anfang der 70er Jahre. In der ehemaligen DDR war das so, dass halt diese Biotope, wie das also in dem Fall jetzt Chemnitz, Karl-Marx-Stadt also war, also das ist Berlin, ich weiß ja Buchwald, aber das ist halt so, es gab halt so ein paar so Biotope, die es in Ostdeutschland gegeben haben und mit unglaublich spannenden Künstlern, die sich halt also sehr intensiv mit Performance-Kunst, also mit Landart etc. auseinandergesetzt haben. Und das ist etwas, was diese ganze Geschichte, die muss ja noch geschrieben werden, das muss aufgearbeitet werden. Und der Herr Buchwald macht das ja eigentlich sehr, sehr vorbildlich. Es gibt ja schon zahlreiche Publikationen und ich würde meinen, so seine Konzeptkunst, die er da so an den Tag legt, das ist ja nicht nur seine Fotografie, sondern ist ja überhaupt seine ganze Herangehensweise. Also er geht ja auch mit seinem gesamten Schaffen auch so um. Also sein gesamtes Schaffen ist so aufgearbeitet, auch die Rezeption, also seine eigene Rezeption seines Werkes ist ja genauso aufgebaut, die Dokumentation seines Werkes ist so aufgebaut. Also das ist jetzt also wirklich sehr, sehr authentisch. Und wir haben ja auch mit dem Herrn Buchwald, also ich kann es Ihnen sagen, Sie besuchen mich ja Anfang Mai und das passt. Also das kann ich Ihnen gleich jetzt so beantworten, brauche keine E-Mail mehr schreiben. Und finde es gut. Und wir haben vor, auch mit dem Kurt Buchwald bei uns so eine Ausstellung zu machen, möglicherweise schon im nächsten Jahr. Und werden auch diese Form der Kunst auch dokumentieren, weil es wichtig ist, dass das nicht nur in Deutschland gezeigt wird, wird eh viel zu wenig gezeigt, so etwas, sondern einfach auch in Österreich. Und vielleicht funktioniert es dann auch ein bisschen besser. Da geht es um die Anerkennung dieses Werks in einer durchaus sehr, sehr schwierigen Zeit, weil der Kurt Buchwald ist in seiner Zeit, der ist ja sicherlich also vollkommen verrückt, also erklärt worden, davon bin ich überzeugt, das war ja nicht so einfach. Aber vielleicht deswegen, weil man die halt für verrückt erklärt hat, waren die halt keine Gefahr. Das Werk, was entstanden ist, das ist außergewöhnlich. Und den Herrn Buchwald schätzt ihn über alle Maße. Das ist vollkommen aus meiner Sicht immer noch, ich weiß, ich sehe das da anwesend und es klingt jetzt irgendwie ein bisschen so, als würde ich Ihnen schön tun wollen, aber ich sage das halt einfach so, wie ich es denke. Und ich finde das großartig, dieses Schaffen von Kurt Buchwald. Ja Kurt, warst du denn wirklich keine Gefahr? Keine Gefahr, naja gut. Ich wollte gerade ein paar Worte. Das war was? Ja auch aber also, da muss man jetzt gar nichts Politisches dazu sagen. Es ist einfach ein super spannendes Werk, ein sehr konsistentes Werk. Das zieht sich durch. Also da gibt es auch keine besonderen Ausreißer. Ich kenne das Werk ja von ihm also in der Zwischenzeit ganz gut. Nicht nur also in seinen Publikationen, sondern auch in physisch. Und das ist große Klasse ist das. Also kann ich sagen, Deutschland kann stolz sein darauf, solche Künstler, also nicht der Einzige hier zu haben. Ja. Und aber es ist halt auch dasselbe Problem in Deutschland, dass wir mir immer wieder fragen, wo sind denn die Museen? Wieso, warum? Wieso? Was ist das? Also ist ja nahezu jeder hier. Das ist ja, was ich sage, nahezu jeden würde ich hier wirklich, na jeden, habe ich auch gesagt, würde ich wahrscheinlich auch bei uns ausstellen, weil das unglaublich spannend ist. Aber irgendwie schafft man es nicht. Man, die aber vielleicht, also zumindest also in Österreich, also wir haben in unserem Museum ein paar Möglichkeiten und wir werden das eine oder andere Projekt sicher realisieren und vielleicht auch so ein bisschen aufzeigen und sagen, hey bitte Freunde, vergesst mal den Herrn Buchwald nicht oder ein paar andere. Das ist, glaube ich, wichtig und das ist auch die Aufgabe, die wir als Museum haben. Schön. Auch wenn es uns um solche Medien geht. Ja Kurt, der Rest der Woche ist gelaufen, oder für dich? Ja, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Also kann ich mir nur bedanken. Und ja, also das war schon eine Aktion. Das Bild heißt ja Überliegender und man sieht ja das Umfeld nicht. Im Prinzip war das ja eigentlich ein ganz klitzekleiner Parkplatz. Aber durch diesen Ausschnitt wird das natürlich nicht deutlich. Und die Vorgeschichte zu dem Bild ist einfach, dass ich seit 80 angefangen habe, Strukturen auf der Straße zu fotografieren, Linien und verschiedene Zeichensysteme, die es da gab, das fand ich wunderbar. Und da musste ich mir natürlich den Vorwurf gefallen lassen des Formalismus. Der kam natürlich aus Leipzig von der Hochschule. Ne? Die fanden das gar nicht gut, so eine Dinge. Und dass sich da jemand da noch hinlegt, ne? Also das war letztlich mit Unverständnis quittiert worden. Ne? Und aber diese Street-Fotografie, wie ich sie sozusagen aufgefasst habe, die geht ja dann weiter bis hin dann zu den Asphaltarbeitern, dass dann also
ich diese Leute dann auch so gesehen habe wie Aktionskünstler auf der Straße und dadurch auch anders fotografiert habe. Aber das ist schon wieder ein anderes Projekt, ist allerdings ja auch auf der Webseite von der Fotografischen Akademie. Ja, Kurt, wann ist das gemacht? Das ist noch im Osten gewesen. Das ist 82 gemacht, das ist 82, ja, ja. Dann gibt es noch Übermalungen. Also ich habe da einen Autoreifen eingefärbt mit Farbe und bin dann drüber gerollert auf die großen Bilder. Und ein paar sind noch übrig geblieben, die gibt es noch heute zu sehen. Ne? Und dann gibt es noch welche in der Nacht, die ich dann gemacht habe, aber mit Sandwich-Technik, Heinestraße 8 von 83. Und dann geht es immer mehr über in, sagen wir mal, in solche Gräben und aufgerissene Straßenstrukturen. Denn Straßen waren für mich auch so eine Art Environment, so eine Baustellen. Das war wie Landart, ne, die da gemacht wurden von unbekannten Künstlern. Ne. Ich fand das unwahrscheinlich spannend. Ne. Also irre. Sozusagen muss ich mal vorstellen, man macht sowas als Kunstwerk. Ne. Also so sieht es ja auch manchmal aus. Ne. Und da bin ich dann auch. Da habe ich dann Liegungen gemacht und das war dann 83 in meiner Heimatstadt Wittenberg. Und ja, dann war dann so langsam mit den Aktionen dann auf der Straße Schluss. Dann kamen andere Aktionen, wie Fotografieren verboten oder eben dann die Röhrenmenschen. Das ist natürlich jetzt in den 2000er Jahren habe ich das dann angefangen. Ja, ja, also Aktionismus auf der Straße habe ich immer sehr gern gemacht, weil ich das auch so als Bühne empfunden habe, wo man da was darstellen kann und dann ganz blitzschnell agiert und das aufnimmt, denn je mehr man fragt und um Erlaubnis bittet, umso schwieriger wird das. Das ist heute genauso da wie damals. Ne? Nur damals waren natürlich die Folgen größer als wie heute. Ne? Da kriegst du vielleicht einen Strafzettel oder sowas. Aber so sind eben die Zeiten, ne? Ja, schön, aber ich habe dich immer jemand empfunden, der sein Werk sehr, sag mal, treu, authentisch durchgezogen hat. So, das ist wirklich so eine rote Linie. Man könnte sagen, diese weiße Linie zieht sich von der Ewigkeit bis zur nächsten. Ja, schön. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Jetzt habe ich einen leichten Interessenkonflikt, weil ich mich selber moderieren muss. Und gehe mal zu meinem Foto weiter aus der Serie Erleuchtung. Ja, müssen Sie was Richtiges Nettes sagen, Herr Weidinger, oder? Das ist ja kein großes Geheimnis. Also wir haben ja auch von, also ich meine, ich habe sehr, sehr viel erfahren über die, was wollen wir, über ostdeutsche Fotografie vom Gunnar Bartl, ja. Also die Galerie, also Bartl und Hetzner in Berlin hat. Und der hat mir wirklich also so unter seine Fittiche genommen und ich habe viel, viel von ihm gelernt und bin ihr sehr dankbar dafür. Und der war auch derjenige, der mir gesagt hat, hey, da gibt es den Klaus Elle, super spannender Fotograf, schauen Sie sich einmal so Arbeiten an. Und wir haben uns die Arbeiten auch angesehen und wir haben die auch ersetzt. Also ich glaube, ich habe auch für Leipzig einiges gekauft, wenn ich mich recht erinnern kann. Das war nicht von Bartl, sondern das habe ich irgendwo am Markt noch irgendwo erworben. Und dann habe ich aber so also eine Fotoreihe, die durchaus dieser sehr ähnlich ist, also für unsere Sammlung erworben. Also wir haben so eine Sammlung also in Linz, in der so einen gewissen Fokus auf Aktions-Performance-Kunst hat, auch mit einem Schwerpunkt auch auf den Osten, also vor allem auch also viele Künstlerinnen, von denen wir haben, wie Natalia LL etc. etc. Aber dann wissen Sie schon ungefähr, also in welche Richtung dass der Schwerpunkt dieser Sammlung ist. Das ist eine kleine, sehr, sehr feine Sammlung und Klaus Elle ist also da, in dieser Sammlung vertreten. Und das will ich auch, und das sind ja eh dabei, Elle irgendwann einmal einen Termin zu finden, dass ich sie mal besuchen kann, wenn ich das Werk einmal von Ihnen also ansehe, weil ich finde das einfach sehr, sehr spannend und ich weiß einfach also viel zu wenig über diese Fotografie. Ich kenne auch die Entstehungsgeschichten nicht, aber vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu diesem Werk, wie das entstanden ist, ja. Und wie der Hintergrund dazu ist. Ich finde es ein tolles Bild. Ich bin immer noch begeistert. Und ja, das war so eine Serie, ich habe so gesagt, wie so die Reisen in mein Unbewusstes. Und das sind so Inszenierungen, die alle im Halbdunkel entstanden sind, also kaum Licht. Und das hat uns ja mit Kurz und Mittel vereint. Wir haben uns ja kennengelernt im Osten, weißt du noch? Nach dem Zeitstudium habe ich so eine große Arbeit gemacht, meine Sprache der Fotografie. Da habe ich eine Grammatik entwickelt, die auch kein Schwein haben wollte. Ich fand das toll, so eine Grammatik zu haben, aber da war die Konzeptfotografie vorüber.
Und es gibt immer die Moden. Wenn man außerhalb der Moden erscheint, wenn ich jetzt, sagen wir, mit zerrissenen Jeans rumrenne, gehe ich doch gerade durch, aber es kann auch peinlich werden. Und so gesehen hat es einfach nicht alles gepasst. Und das war so eine Arbeit, da habe ich auch 10 Jahre dran gemacht, so ungefähr 100 große Fotos geworden, die eben so für mich so was Magisches haben. Und das war die auch die, was mich mit Kurt so verbunden hat. Ich habe ja eigentlich die Kamera, ist einfach ein blödes Instrument, die hat ein Objektiv und die nimmt Licht wahr, was ich ihr gebe. Und wenn ich der Kamera das Licht wegnehme, das heißt fast kein Licht ihr gebe, dann steht die im Raum, zuckt die Schulter und denkt, was soll ich hier, ich sehe nichts. Und das ist das Moment, wo ich dann selber meine Taschenlampe, Blitzgeräte nehme und den Raum erleuchte, was ich gerne haben will. Und es wird dann so was Mysteriöses. Und da wir immer noch die Fotografie so als Realitätsbeweis mögen, dann sehen wir so Schattenwelten. Und es hat dann so wie so eine Geisterwelt. Und das andere dabei ist, ich habe da viele Workshops gemacht mit Studenten. Wenn man aber die Magie des Raumes nicht spüren kann und dann irgendwie mit der Taschenlampe rumfuchtelt, die Hose mal beinimmt und die Hand zeigt, das wird nichts. Und also es gibt immer die Magie, man muss wie so den Raum spüren. Und interessanterweise ist die Arbeit, die am meisten gezeigt worden ist, und das war für viele so wie nach dem Dritten Reich so die Geister, die übrig geblieben sind, so in Deutschland. So wie da geistert immer noch was rum. Und meine Eltern haben alle Angst gehabt, die fanden das grauenhaft, die deutschen alten Männer besonders. Und, aber die jungen, hippen Ausländer fanden das irgendwo cool. Und so gibt es eben immer die Rezeption. Ja, ich liebe die Serie immer noch, ich kann das nicht mal wiederholen. Ich sage immer, dass, wenn ich es wiederholen wollte, wäre es wie so ein alter Teebeutel mit heißem Wasser übergießen. Das macht keinen Sinn. Das soll man einfach lassen. Es gibt eine Zeit, da hat man die Magie. Und wenn die Magie weg ist, dann sollte man die Finger davon lassen. Gut, 51, wir gehen weiter. Alex, ich habe so ein paar Kandidaten, ich habe noch die zweite Moderation und Alex Heid ist wieder dabei. Also wahrscheinlich Hallo. Wirst du dich durch mein Leben durchziehen jetzt die nächsten Jahre. Ja, komm ja direkt nach dir. Auch noch das. Ja, jetzt haben wir wieder so eine Assemblage an der Wand und eine große Collage. Also ist wieder was ganz anderes, Herr Weidinger. Jetzt müssen Sie den ästhetischen Sprung hinkriegen. Da geht es halt auch um Konzeptkunst. Also ich finde das einfach super spannend. Also die haben ja auch, also auch versucht, also ein bisschen mehr zu erfahren über Alex Heide und alles, was ich gefunden habe. Also hat mich sehr fasziniert eigentlich. Also ein wunderbares Werk, sehr, sehr schöne Herangehensweise. Ja, und an dem Image bin ich sofort irgendwie festgehangen. Das war auch relativ, also waren auch, also natürlich, man geht immer so mehrere Durchgänge. Aber diese Fotografie, das war auch gleich von ganz von Anfang an dabei. Und das hängt auch sicherlich auch damit zusammen, dass ich natürlich also gewisses sofort auch erkenne, da geht es ja auch um Analogfotografie, da geht es um wirklich noch etwas, was in der Dunkelkammer entstanden ist. Also ich kann zwar jetzt nicht, möglicherweise sind das jetzt auch also Digitaldrucke, das kann ich jetzt also aus der Entfernung auch nicht wirklich also jetzt beurteilen, aber was da an der Wand hängt nämlich, ja. Aber ich finde das einfach super spannend. Das ist etwas, was mir gefällt, wie die Fotografie aufgebaut ist. Inhaltlich kann ich nicht übermäßig viel dazu sagen, weil ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Das Werk also von Alex Heide ist doch etwas komplexer. Das kann man nicht innerhalb von einer halben Stunde in Erfahrung bringen. Aber das ist etwas, was ich super spannend finde. Und das ist halt auch ein Werk, wo ich sage, da möchte ich eigentlich also mehr über den Autor, über die Autorin wissen. Und weil das ist eine Art der Fotografie, die man in dieser Komplexität also relativ selten sieht. Tja, Alex, du hast die Chance, dein Werk zu erklären. Oder zumindest was dazu in die Runde zu geben. Und ja, gerne. Erklären. Also tatsächlich auch, wie Alfred gesagt hat, es sind alles Arbeiten in meinem Werk, die sich auch physisch dann im Ausstellungsraum durch die Begegnung oder durch die Berührung, durch die Kommunikation mit der Betrachterin, den Betrachtern eigentlich auch erst entfalten. Es sind immer analoge Color-Handabzüge und es ist ganz spannend, dass du diese Arbeit rausgesucht hast. Last Pictures till 29th of April 2015 ist der Titel. Und das ist das einzige meiner Tableaus, die ich angefertigt habe bis jetzt,
was ich auch wirklich als subjektives Dokument benennen würde. Es ist eine Arbeit, die sich mit dem Ende beschäftigt und das eigentlich ziemlich konzeptuell. Das war wahrscheinlich auch eine Hilfestellung für mich, weil es, um es konkret zu sagen, eine Arbeit ist, die eigentlich vom Tod ausgegangen ist und mich das wahrscheinlich so berührt oder beschäftigt hat, dass ich mir das so zur Hilfe genommen habe, dieses Konzept zu verfolgen, eigentlich bis zu diesem Datum meine letzten Bilder zusammenzutragen. Und die sind sowohl emotional für mich letzte Bilder, als auch tatsächlich materiell dann letzte Bilder auf dem Fotofilm. Also letzte Situationen, letzte Ereignisse, letzte Begegnungen und auch tatsächlich letzte Belichtungen auf dem Fotofilm. Und die sind angeordnet um und auch auf dem Anfangsstück des letzten Fotofilms, den ich bis dato belichtet hatte. Also vielleicht kann man das irgendwie auch, also kann man hier jetzt nicht gut erkennen, weil man nicht nah rankommt, aber auf dem Filmstreifen in der Mitte sieht man auch 00 und darum eben diese eher ja, Situationen oder atmosphärischen Eindrücke. Und das sind tatsächlich, also dieses Tableau, das ist hier jetzt in diesem Raum, war das damals auch das erste Mal ausgestellt. Ich glaube sogar am 30. April 2015 war das das erste Mal ausgestellt. Und es wurde letztes Jahr, ach, ich habe so ein bisschen so ein Zeitproblem, ich glaube, oder 2020 wegen der Pandemie, ich weiß nicht, da wurde es auf jeden Fall nochmal ausgestellt. Und dieses Tableau verändert sich in seiner Form und in seiner Anordnung gar nicht. Also in diesem Zusammenhang ist es tatsächlich auch ein subjektives Dokument vom Ende, wenn man so will. Wie klingt das fotografisches Requiem? Interessant, denn das war das letzte Mal in einer ehemaligen Kapelle, in einer Kirche ausgestellt. Requiem, finde ich spannend, dass du das so bezeichnest. Ja. Alfred Weininger, die Frage, war das wie so ein, man könnte sagen, so ein dumpfes Gefühl, jetzt wo es, dass es ums Sterben geht, oder? Es geht nicht ums Sterben. Das war jetzt meine persönliche. Naja, aber ich war jetzt deine Intention, die drinstecken sollte oder so, oder? Nein, es geht tatsächlich um das Ende und auch die Befragung des Endes, was das Ende alles ist oder sein kann, okay, wie ich das wahrnehme. Also da habe ich wirklich einen eher physischen Zugang und diese Tableaus entstehen auch tatsächlich im Hellraum, also revers zur der Dunkelkammer, indem ich belichte, rausgehe, anfange zu installieren, darauf reagiere, wieder in die Dunkelkammer gehe, das nächste Negativ wähle. Und es ist tatsächlich auch dann ein Dialog, der sich im Fotolabor aufspannt und dort dann so ein Tableau entsteht und dann natürlich übertragen wird in den Ausstellungsraum und dort eine finale Form auch findet. Also es ist eigentlich ein sehr physischer Umgang damit und auch ein sehr intuitiver, wie bei all meinen Arbeiten. Und das war jetzt so ein bisschen was ich mit euch teilen wollte, dass ich gesagt habe, dass das tatsächlich wahrscheinlich aus einer Beschäftigung oder aus der Beschäftigung mit dem Tod passiert ist. Also sich mit dem Ende zu beschäftigen, ja. Auch mit dem Ende der Fotografie auch irgendwo. Also vielen Dank, das macht es noch sympathischer. Das macht spannender, das ist wert. Ja, vielen Dank an dich. Da war wirklich sehr schöne, auch fast eine wirklich berührende Erklärung auch. Also das ist wirklich Hut ab, das ist eine große Arbeit. Danke sehr. Ja, schön. Gut, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel man noch. Marlene Schnelle-Schneider hat auch gar nicht reagiert. Das wieder, mir war jetzt fast ein Zeitsprung. 2015 bis 1954, also relativ, wir changieren die Zeit hin und zurück. Paris im Blick. Es hat eine gewisse, für mich so eine Melancholie. Wie geht es Ihnen, Herr Weininger? Ja, das war also auch der Grund eigentlich, warum ich das ausgewählt habe. Die Arbeit ist tatsächlich 1954 entstanden, also sehr, sehr früh, und ist halt auch ein Zeitdokument. Also das war jetzt halt so, gibt es ja
doch eine ganze Reihe von Fotografinnen, die in Paris, also auch in dieser Zeit, fotografiert haben. Und das war offensichtlich so eine Stimmung, die nicht nur die Marlene Schnelle-Schneider irgendwie berührt hat, sondern also auch andere Fotografinnen haben das also durchaus ähnlich gesehen und auch ähnlich festgehalten. Und das, ich mag Paris sehr, und vielleicht war das der Grund, warum ich das dann auch ausgewählt habe. Es ist eine spannende Fotografie, es ist nicht mehr so meine Zeit, mit der ich mich so bevorzugt beschäftige, das ist also eher rezenter, aber ich fand das einfach ein sehr, sehr schönes, ja, auch berührendes Foto. Ja, ist auch einfach gut gebaut, so, das stimmt so, ja, mit diesen Achsen, die Brücke und dieser schöne Zeitungshut. Also ja, genau, und dann, natürlich kann man da viel Akademisches reinstecken, also wie ja. Die Diagonale, die da links unten beginnt und dann da hinaufgeht und dann, ja. Aber das würde ich sagen, das können wir uns also alle ersparen, aber das war halt in dieser Zeit, das waren nicht wesentliche Kriterien, und das ist also die Leute, was die FotografInnen damals halt auch gelernt haben, das haben sie geachtet, und da ist halt eine sehr spannende, das war eine unglaublich spannende Zeit der Fotografie, was da entstanden ist. Ja. Also, und auch deutsche Fotografen waren da ja absolut führend, also in dem, auch in dieser Präzision, zu der die Fotografie dann gefunden hat. Ne? Ja, aber man muss ja nicht, sag mal, nebenbei reden, dass da eine gewisse Ästhetik eine Rolle spielt in der Wahrnehmung von Bildern, also ein Gefallen oder irgendwo ein Ansprechen. Und das Bild stimmt irgendwo, ja. Gut, Sabine, wir haben jetzt leider Sabine Schründer, die hat sich leider auch gar nicht gerührt. Ich habe sie noch ein paar Mal angeschrieben. Und 2015 sind wir fast zurück in der Gegenwart. Und eine Person, die, keine Ahnung, könnte eine Inderin sein oder eine, die hinter einer großen weißen Platte hervorschaut. Wir müssen es rätselhaft stehen lassen. Herr Weidinger, Sie müssen jetzt nur kurze, noch eine Empathie. Ja, es ist auch relativ einfach. Das ist halt auch eine Art der Fotografie, die ich sehr spannend finde. Es ist ein Konzept, konzeptuelle Fotografie. Also ich fand die Arbeiten spannend, also nicht nur diese, sondern auch die anderen, die ich gesehen habe. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, ein bisschen versucht, also mehr herauszufinden, auch über die Künstlerin. Und das war eine Fotografie, die mich angesprochen hat. Das ist eine sehr zeitgemäße Form. Ja. Und das ist dem Foto, und das erkennt man auch nicht. Also das ist, natürlich ist es auch 2015 bis 2017 in dieser Zeit entstanden. Heute wird es wahrscheinlich schon etwas anders aussehen. Da sind wir als Gesellschaft schon so wieder einen Schritt weiter. Aber ich fand es eine spannende Form der Fotografie, also einfach auch mit dieser weißen Fläche. Sie spielt das ja sehr mit dem Weiß natürlich. Auch diese Überzeichnung eigentlich auch des Weiß. Und das ist ein schöner Moment, der hier festgehalten worden ist. Ja. Es erinnert ein bisschen daran, wie man so früher irgendwelche Blätter und Gräser getrocknet hat, zwischen zwei Platten. Vielleicht haben wir so eine Art Konservierung als Menschen. Jetzt kommen wir zu Annegret Soltau, die hat mir gestern geschrieben, sie ist gerade in Chile, baut dort eine Ausstellung auf, und ich habe mit Alfred Weidinger schon gesprochen, hat ja eine relativ große Aufmerksamkeit im Moment, was auch toll ist, so ihre die Themen der Frau, Berührung, wo das Stechen mit der Nadel, Körper verbinden, das ist auch so ein ganz großes Thema, Frau, Körperlichkeit, älter werden, sicher eine ihrer ersten oder der frühen Arbeiten. Und ich denke mal, das wird auch der Grund sein, warum sie das gestochen hat, das Bild. Ja, das ist also vor allem in einer Zeit entstanden, in der das ein Thema war, also auch die Selbstverletzung, auch der Frau vorwiegend. Also wir haben es also vor kurzem also eine kleine Werkschau gemacht, also von der Gina Pane. Sie ist auch, hat auch also eine Werkserie gemacht, also auch in dieser Zeit großartige italienische Künstlerin, leider schon verstorben, die halt auch also den Körper selbst verletzt hat. In dem Fall ist es natürlich keine Selbstverletzung, es ist klar, aber es intendiert es natürlich. Also man nimmt die Fotografie und wird dann sozusagen der Stellvertreter für den eigenen Körper. Und am Ende ist es ja der eigene Körper, der abgelichtet worden ist. Und das finde ich also rein vom kunstwissenschaftlichen Standort eine sehr, sehr wichtige Form der Kunst. Und die halt einfach für diese Zeit also im ganz Besonderen steht. Und ich finde es auch schön, dass sie jetzt also beginnt, auch also einen Erfolg zu haben. Das passt natürlich auch jetzt perfekt in die Zeit, in der man sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Also die versucht auch also ein bisschen
ja, also in, die, in der Zeitgeschichte auch zu verankern. Und da spielt natürlich auch also die Politik also eine Rolle. Aber wie schon erwähnt, das sind vor allem auch zeitgeschichtliche Ereignisse. Mhm. Und das ist ja, diese Fotografien von dir sind wunderbare Dokumente dafür. Ne? Ja. Meine Frage ist Richtung nochmal Österreich, so mit den Wiener Aktionisten, die waren wesentlich eher, oder die waren 60ern. Naja, die waren früher dran. Also das ist schon, da würde ich sagen, dass immer, wenn man so eine österreichische Künstlerin hernimmt, dann würde ich sagen, es ist die Wally Export vielleicht, die begonnen hat, also auch ungefähr in der Zeit, vielleicht ein bisschen früher, auch mit Selbstverletzungen, ja, die dann halt einfach dann durch den Stacheldrahtzaun gekrochen ist und sich dann selbst verletzt hat oder auch mit Elektroschocks so in diese Richtung. Das ist, und da passt es wunderbar rein. Und das ist ja eine sehr ästhetische Form. Und es gibt nur, glaube ich, es gibt eine weitere Künstlerin, die ähnlich gearbeitet hat, auch aus dem Osten, die dann auch begonnen hat, also Fotografien also auch zu besticken, aber nicht in der Form von Ästhetik, also wie das die Annegret Zolter macht. Ja. Aber super spannende Künstlerin, taucht jetzt auch also im Handel etwas auf, also auch schon überlegt, also wir haben auch Interesse, ich wollte sogar bei einem Kunsthandler mal etwas kaufen, vor etwa einem halben Jahr von ihr und dann, also bei einer Messe, ich glaube sogar auf der Paris Photo war das, war Arbeit von ihr zu sehen und die war dann leider schon verkauft. Und dann hat man mir gesagt, naja, es ist, im Moment ist es gar nicht so einfach, also von ihr etwas noch zu bekommen. Tja, zu so im hohen Alter. Ja, aber der Fotografin natürlich ist natürlich auch nicht so einfach. Nicht? Das heißt, das kann man nicht so einfach alles duplizieren und sagen, okay, da gibt es jetzt eine Auflage von 10 oder 12. Das ist ja. Ja, gut. Wir rauschen jetzt durch. Wir sind jetzt beim letzten Andreas Weinand. Ja, es ist ein schöner Bogen, eigentlich fast so von Klaus Bauch, so aus dem Leben rausgegriffen, toll, ein ganz anderes Sujet. Und da schließt sich fast so ein bisschen der Kreis. Geht es Ihnen auch so? Es wäre denn mir? Ja, so, ich meine, das erste Mal auch so aus dem Leben, die Person, die über die, und hier ist auch so wie, ja, zwar viel, sag mal, ästhetisch von einer anderen Form so reingeblitzt, so ins wilde Off-Leben. Wie geht es Ihnen damit? Naja, gut, das ist, also das hat auch jetzt wieder vielleicht auch etwas mit, auch durchaus auch mit mir zu tun, also, weil das ist so auch ungefähr so ein bisschen so, ja, kann ich nur sagen, meine Zeit, also wenn man sagt, ja, irgendwie ja, das würde ich meinen. Und das, auch das war ein Foto, das gleich in der ersten Auswahl also hängen geblieben ist, und zwar aus einem Grund, weil ich schon seit längerer Zeit vorhabe, diese Idee, die übrigens in Leipzig entstanden ist, diese Jugendkultur, diese Szenen, einfach einmal so West und Ost, das ist ungefähr in der Zeit, das ist ja kurz vor der Wende entstanden, die aber so nebeneinander auszustellen. Weil das auch in Berlin, Ludwig Rauch ist Ihnen ja bekannt, ja, hat ja auch diese Szene fotografiert, also in Berlin, sowohl im Westen als wie auch im Osten. Und das finde ich einfach, ich finde das super spannend und würde mir auch einmal also wirklich ein cooles Buch einfach wünschen über diese Jugendkultur, die es damals gegeben hat, das in der Form und in der Art und Weise heute gar nicht mehr möglich ist. Und das auch eventuell auch wissenschaftlich etwas zu bearbeiten, soziologische Hintergründe aufzuarbeiten. Und das ist etwas, was ich sicherlich also in der nächsten Zeit einmal anstoßen werde. Und dieses Foto ist halt ein perfektes Beispiel dafür. Tja, interessanterweise gibt es also gerade in der Werbung, hat man so gerade vor 20 Jahren so entdeckt, dieses wilde, ungestellte, um zu zeigen, was für eine Dynamik drin ist. Andreas, du kannst noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich kann mich an einen Vortrag von dir erinnern, den du mal gehalten hast, über so deine ganzen Bilder aus dieser Szene. Ja, das ist Heiligabend 1988 und das ist Melanie, die mich zu dieser Party eingeladen hatte. Und wie soll ich sagen, das sind jetzt 33 Jahre her. Ich habe, ich meine, das hat natürlich alles auch mit mir zu tun und das ist ja auch ein autobiografischer Aspekt, weswegen ich das fotografiert habe, weil ich, als ich anfing, die Fotografie zu erforschen, zu studieren in Essen an der Folkwang-Schule, bin ich irgendwann über ein Buch von Larry Clark, was ich gesehen hatte, in der Buchhandlung Walter König,
auf den Gedanken gekommen, Mensch, warum hast du nicht früher zur Schulzeit meine Partys und dieses ganze Lebensgefühl fotografiert? Und da ich nun in Essen Fotografie studiert hatte und die Fotografie im Grunde genommen für mich der Schlüssel war und auch immer noch ist, um zur Sprache zu kommen, um mich auszudrücken, habe ich mir dann gesagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit hier an der Uni Fotos, also Fotografien zu vergrößern, zu entwickeln, abzuziehen, alles das zu machen. Und du schaust jetzt, was du findest. Und dann habe ich angefangen, erst einmal Kinder zu fotografieren, über das Thema Kindheit. Und irgendwann kam ich halt zur Thema, zur Jugendthematik. Das war, fing mit 1986 an. Und dann habe ich auch natürlich mich orientiert, wie ich Geld verdienen kann mit der Fotografie. Und von Essen ausgehend war so die Orientierung erst einmal zu der damaligen Zeit, dass wir uns bei den Magazinen in Hamburg umgeschaut haben. Und ich hatte dann so ein Stipendium vom Stern, um zur Jugendthematik, die damals noch Jugendkult hieß, zu fotografieren. Und da habe ich mich an drei verschiedene Jugendgruppierungen im Grunde genommen herangetastet, schon im Bewusstsein, dass ich etwas suche, was natürlich sehr tief in mir unbewusst schlummerte. Und ich bin dann, ich sag mal, ja wirklich zufällig über eine Empfehlung in diese Clique hineingekommen. Also mir wurde gesagt, da ist eine Party, die geht über 3 Tage. Und dann dachte ich, oh klasse, da guckst du mal vorbei. Und dann habe ich diese Leute kennengelernt und habe mich dann noch 3 Jahre in die Thematik ganz tief hineingeschraubt. Und wie gesagt, das ist Melanie, die hatte mich eingeladen. Ich war also offiziell eingeladen von der Gastgeberin und habe dann die ganze Nacht dort fotografiert und mit den Leuten gesprochen. Und was ich natürlich auch klasse finde, dass Melanie ist natürlich heutzutage schon Oma. Und ja. Also du hast noch Kontakt zu ihr, oder? Jein. Also ich hatte sie das letzte Mal 2012. Quatsch, 2012 habe ich sie, also ich hatte sie immer wieder über die Jahre gesehen. 2012 habe ich ihr das Buch dann gegeben und dann sagte sie mir, Andreas, wusstest du schon, dass ich Oma bin? Und in der Serie ist ja auch dieses Familienbild, wo Melanie und Günther mit dem kleinen Kind in der Hand. Und dieses kleine Kind ist heutzutage auch Mutter. Und wie gesagt, 2012, das ist jetzt auch 10 Jahre her, also das Kind ist auch, das Enkelkind ist auch schon über 10 Jahre alt. Eine richtige Familiensaga geworden. Schön. Ja, und natürlich ist die Thematik für mich heute, ist diese Thematik abgeschlossen. Und zum, im Unterschied zum Heute, zum Hier und Jetzt, ist es damals so gewesen, dass ich die Fotografie für mich verwendet habe, um, soll ich mal sagen, um im Blick zurück mich verorten zu können, wo ich emotional und auch visuell stehe, womit ich dann, wenn ich das erforscht habe, was ich ausdrücken kann visuell, weitermachen kann. Und nun war es so, als ich diese Arbeit fertig hatte, wie auch meine Examensarbeit ist, 1990 in Essen, an der Volkwangschule, musste ich natürlich feststellen, sehr zu meiner Enttäuschung, dass in den Museen, wo man diese Bilder gerne, die Serie gerne gezeigt hätte, zwar die Qualität anerkannt wurde, aber eben die Bilder nicht gezeigt wurden. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass ich mit dieser Intimität nicht in der Publikation einer Medien, einer Zeitschrift auftreten möchte. Das heißt, ich musste meinen Weg suchen und finden und habe dann erst einmal Selbstporträts gemacht, einige Jahre.
Gibt es noch irgendwie Fragen zu dieser Arbeit? Ja. Oder bevor ich jetzt weiter erzähle, dann. Ist alles gut. Also mein Vorschlag wäre, wir haben jetzt ja vielleicht noch so 10 Minuten. Ich würde einfach mal den Raum freigeben, wenn ihr noch so Fragen, Impulse habt zu anderen Fotos, zu euren, ob ihr Alfred Weidinger noch was fragen wollt oder was ist euch hängen geblieben. So, also wir müssen jetzt nicht an dem einzelnen Bild bleiben. Lass uns einfach mal den Raum öffnen. Was ist euch noch wichtig? Was ist noch nicht gesagt worden, was euch durch den Kopf geht? Ich kann ja mal in die Runde reinhören. Wie geht es euch jetzt? Gibt es noch so ein paar Dinge, die ihr loswerden wollt? Also ich stoppe jetzt mal das Bilderteilen. Zack, das war jetzt zu Ende. Jetzt sehen wir uns wieder als vergrößerte Briefmarke. Ja, wie geht es euch? Ist irgendwie was, hat euch was überrascht an anderen Bildern, wo ihr sagt, wow, toll, dass ich das als Hintergrund bekommen habe. Ich denke, bei Alex dachte ich mir, wow, mit deinen Erläuterungen noch, das hat mich irgendwie überrascht, aber doch hat es irgendwie nochmal so ein Gefühl bestätigt. Was geht euch durch den Kopf? Also wir haben noch 10 Minuten, wir müssen sich ausdehnen. Schießt einfach los. Mir geht der Begriff, den Alfred genannt hat, der Parallelwelt nicht aus dem Kopf. Ja. Und ich weiß nicht mehr so genau, in welchem Zusammenhang du den gebracht hast, aber kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Fotografie und Parallelwelt oder nicht? Oder? Naja, es ist so eine große Diskussion und wir machen auch einige Ausstellungen zu diesem Thema, bereiten jetzt eine sehr große vor zum Thema, die heißt dann Metaspace, also es geht um das Metaverse, so wie Mark Zuckerberg ja angekündigt hat, dass er wird sein eigenes Metaverse, also die Meta-Welt wird er demnächst also inaugurieren und der macht das mit sehr, sehr viel Geld und das birgt natürlich große Risiken und unser Ansatz als Museum ist, dass wir einfach sagen, weil mit seiner Geldmacht hat er natürlich die Möglichkeit, dann am Ende darzustellen, als wäre er der Erfinder dieses Metaverse. Und wir als Museum sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage, das durchgehen zu lassen, sondern wir sagen, das ist die Parallelwelt und das Metaverse ist am Ende etwas so etwas wie eine Parallelwelt, die durchaus eine hybride Form sein wird. Zumindest ist das der Ansatz der Metaverse, die es jetzt, der Parallelwelt, die es jetzt schon gibt, dass das einfach immer eine Erfindung, das ist eine grundsätzliche Erfindung der Menschheit. Das beginnt mit der Menschheit, weil unser erster Traum ist eigentlich nichts anderes als ein Ausritt in eine Parallelwelt. Also so gesehen sind wir als Individuum schon also prädestiniert dazu, also in Parallelwelten also abzutauchen. Das machen wir auch ganz gerne. Und ob das jetzt also ein Drogenrausch ist, was auch immer. Aber es waren, was wir sagen als Museum ist, dass wir, es waren immer die KünstlerInnen, die waren diejenigen, die dieser Parallelwelt also ein Gesicht gegeben haben. Und das war halt am Anfang, waren das also Bildhauer, es waren Maler. Man hat halt einfach versucht, dieser jeweiligen Parallelwelt Gesicht zu geben. Das kann auch ein Kosmos gewesen sein, das kann also eine eigene Welt sein, also ein Paradiesesgarten, alles Mögliche. Also auch die Religionen bedienen sich ja auch dieser oder haben sich dieser Klaviatur perfekt bedient. Und am Ende waren es halt immer wieder KünstlerInnen, die das visualisiert haben. Und ich sage also, und wenn man jetzt alle künstlerischen Medien also mal betrachtet, dann würde ich meinen, ist die Fotografie aus meiner Sicht jetzt, ja, aber das ist natürlich auch jetzt nicht, gilt jetzt nicht für die gesamte Fotografie als Feld, ist die Fotografie diejenige, die vielleicht also doch noch an der Realwelt am nächsten ist. Ja? Auch wenn natürlich also viel hineininterpretiert wird, sondern also einfach einen anderen Zugang gibt. Also so wie du auch dein Werk erklärt hast, das ist ja auch durchaus ein. Das hat schon mit einer Parallelwelt, also Parallelwelt oder mit einer, ja, vielleicht doch auch mit einer Parallelwelt zu tun, weil du dir einen eigenen Kosmos aufbaust, also indem du versuchst, also deine Gedanken zu visualisieren, auch mit diesem Tableau. Und das ist vielleicht dann, da würde ich es nicht so ausschließen, dass ich sage, das hat mit einer Parallelwelt überhaupt nichts zu tun. Aber wenn es sozusagen geht um so eine Dokumentarfotografie, von wem auch immer, dann ist es doch halt noch sehr, sehr nahe an der realen Welt dran. Ja? Und natürlich weiß ich es natürlich auch, dass da einfach durch den Druck auch den Auslöser, dann ist es Fotogeschichte und ist bereits als zeitgeschichtliches Dokument geworden. Das ist halt einfach so durch das Medium. Aber es ist eine spannende Frage, dass wir so eine Art einen exponentiellen Anstieg von Parallelwelten haben. Früher gab es immer diese großen gemeinschaftlichen, wie die Religion oder das Christentum. Und jetzt
haben wir sozusagen Parallelwelten ohne Ende. Das ist auch spannend, aber schwierig. Ja, das wird noch. Also, das wird noch das Problem ist ja auch das, dass die Realität nicht mehr interessant wird oder so obstrus und verrückt, dass man die eigentlich übergehen kann. Ne? Und ich finde ja auch, dass die Fotografie auch sehr benutzt wird politisch. Ne? Irgendwo, das haben wir in der DDR erlebt und das kann man jetzt auch sehr, sehr erleben. Und ich denke mir, da ist es als Künstler auch zu verstehen, dass man sich quasi in die Parallelwelt oder in eine eigene Welt zurückzieht, die da mit der Äußeren nichts mehr zu tun hat. Also das ist eine Sache, die mich momentan interessiert. Mhm. Wobei die Gefahr ist, sind die hybriden Welten, nicht? Also das ist das große Risiko, weil da halt einfach mit sehr, sehr viel Daten von uns gearbeitet wird. Also wir werden auch den Mark Zuckerberg, wir werden das sehr intensiv, wir werden auch eine Publikation dazu veröffentlichen, wo wir auch versuchen, also unsere Gedanken diesbezüglich also klarzulegen. Nicht? Also was das Risiko ist. Das Problem ist, dass wir uns alles mit Fotografie nur nicht so viel zu tun, aber ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, weil wir viel zu wenig also mit dieser Gefahr auseinandersetzen. Wir versuchen auch nicht, diese Parallelwelten oder das Metaverse jetzt wirklich zu verstehen, wie tickt es, wie funktioniert es. Nur dann, wenn ich versuche, in diese Welt einzutauchen, kann ich es auch verstehen, kann also das Risiko abwägen. Und das ist halt, und das wird uns alle überraschen, weil im Grunde genommen das Metaverse haben wir ja schon verinnerlicht. Das ist unser Smartphone, genauso wie unser GPS-System, also im Fahrzeug etc. etc. Wir sind schon relativ weit, aber das ist eher ein gesellschaftliches Problem, weniger ein künstlerisches. Mhm. Aber es ist einfach super spannend jetzt, ja, weil es sind ja viele, also gerade auch im Bereich der Fotografie gibt es ja viele Künstler, die sich also mit digitaler Kunst auseinandersetzen. Und für die ist es einfach auch ein vorrangiges Thema derzeit. Das ist ein Thema, das jetzt in der Gegenwart verhandelt wird. Natürlich, wie ihr alle sagt, oder wie einzelne gesagt haben, ist so intensiv, also wie heute, so viele Parallelwelten wie heute hat es also noch nie gegeben. Tja, wie geht's euch? Es gibt momentan so eine heilsame Stille. Nach den ganzen. Die Fotografie auch ein bisschen sprachlos geworden, ne? Weil es entsteht sozusagen ein neuer Raum, es öffnet sich eine neue Tür und wir gehen da hindurch oder manch einer möchte da gar nicht hindurchgehen und sagt, nee, um Gottes Willen. Aber es wird einfach passieren, ne? Irgendwo. Und also mich hat schon immer eigentlich auch mehr diese Welt interessiert, die man sozusagen als Künstler konstruiert und die man aufbaut, die man sozusagen neben den Welten setzt, die ja existieren und die auch Macht ausüben. Und wenn natürlich jetzt Macht und Parallelwelt zusammenkommen, ne, und mit Geld, dann wird es natürlich gefährlich, das ist klar. Ne? Also so konnte ich immer noch als Künstlerindividuum konnte ich noch hantieren und mache das auch, ne, sozusagen. Aber in dem Moment wird das ja dann auch mal ganz, ganz schwierig. So, na ja. Tja, ich habe ja mal geschrieben, die Kunst ist der sozusagen der Notausgang aus der Anpassung. Das war ja immer in seine Parallelwelt zu gehen, irgendwo sich zu verabschieden, wenn an die Realität nicht mehr passt. So, das war immer so mein eigenes Reich. Eine Frage wäre einfach so noch, wie, was hat das eigentlich mit Spiritualität zu tun? Ist das eine Parallelwelt, oder? Das spirituelle Moment ist eigentlich da im Moment, wenn du die Aufnahme machst. Ne? Also ich hatte ja früher nicht so eine Erfahrung, aber in den letzten so 2-3 Jahren habe ich das ganz stark gemacht. Ne? Irgendwo. Also das plötzlich, du musst es nicht herbeiführen, aber es ist plötzlich da und es ist so ein Moment, der dich überwältigt und dann entsteht es und dann ist es auch weg. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz stark, wenn man sich dann da auseinandersetzt mit Naturphänomenen und mit der eigenen Person und sich darin dann widerspiegelt. Und das sind schon Dinge, da kann man eine ganze Menge auch mit erreichen. Und manchmal ist man da auch ziemlich zeitig an Geschehnissen, die man mitbekommt, wo man sich einfach wundert und sagt, okay, was sagt denn mir dieses Foto? Also quasi ein ganz anderer Prozess. Der Live-Fotograf geht hin, da wird was exportieren und dann nimmt es auf. Ne? So, und man selber sozusagen macht in dem Moment spirituell eine Erfahrung und ein Bild, was quasi schon eine Woche vorher da ist. Und das finde ich eigentlich das Spannende an der ganzen Angelegenheit.
Aber ich meine, es geht ja darum, sag mal, aus Parallelwelten ist ja vielleicht die Verheißung, dass ich mich aus dem Kreislauf von Leid sozusagen herauskatapultieren kann. Also indem ich irgendwie antiseptisch irgendwie mich erlöse selbst. Das ist ja vielleicht das große Versprechen der Parallelwelt. Ich setze mir die Brille auf und irgendwo, ich werde von meinen Gefühlen, die mich einfach belasten oder Neurosen erlöst, was die Religion ja mit Heiligen gemacht hat, das wird es über Technologie, das große Versprechen vom Silicon Valley. Ist das so ein Stück so eine Verheißung der Parallelwelt? Ja, ich finde, es ist einfach vielleicht auch nach wie vor was sehr Klassisches, das heißt schon so eine Art Gegenwelt, die man sich aufbaut. Du machst ja das Vornamens Vetter Klaus, wenn ich links das Bild sehe oder wie du das auch beschreibst. Es hat immer was Mystisches. Es ist einfach auch eine, ich weiß, das hört sich etwas lehrbuchhaft an, eine, finde ich, aber nach wie vor optimistische, zum Teil spirituelle Selbstbehauptung. Punkt. Dass das jetzt zum Teil bizarr kommerzialisiert oder demokratisiert wird, ich wahrscheinlich eher kommerzialisiert wird, was Herr Weidinger sagte, gerade Zuckerberg und Co. Ich meine, wir posten ja, oder Teil davon von der Runde, was ich so sehe, Kurt und so weiter, ab und zu im Facebook auch oder im Instagram und sind ja auch immer einerseits darauf gespannt, wie Leute darauf reagieren. Es ist ja einfach auch wie so ein virtuelles Poesiealbum, wohl wissend, dass wir natürlich einfach auch in diesem Universum in Anführungsstrichen mit drinne stecken. Ich hatte ja eine Zeit lang auch, ich mache das auch ab und zu noch, absurderweise die Illusion, jetzt nehme ich, ich mache einfach ein Facebook-Projekt, sorry, wenn der Name nochmal auftaucht, und veranstalte diese Liegungen und reagiere, warte mal drauf, wie die Leute drauf reagieren. Am Anfang gab es immer diese Däumchen hoch und Däumchen runter, dieser ganze Kram. Und dann wurde es aber eigentlich schon mal interessant, weil das ist so viel zu diesem Medium, was man auch, worüber man auch sehr streiten kann. Dann wurde das aber auch diskutiert, richtig. Und es gab lustige Kommentare, es gab alle möglichen Couleur von Bewegungen und so wie wir vielleicht jetzt auch in diesem kleinen Forum hier zusammenstecken, ist das einfach dann über das Zufallsprinzip, ich habe das ein paar Jahre lang durchgezogen, schon eine sehr dynamische Angelegenheit geworden. Genau. Schon durchaus neu und anders, als wir das jetzt hier veranstalten. Genau. Von daher, ich bin da hin und her gerissen. Ich sehe es einerseits als eine schon kommunikationsmögliche Möglichkeit, auch wenn man, selbst wenn man jetzt, wie aus meinem Blick zurück, Fotos mal so eine Erinnerung postet von vor 30 Jahren, 20 Jahren und so weiter, wie die Leute darauf reagieren, seine vermeintlichen Freunde, ich weiß, ist das schon eine Geschichte, die anders ist. Lass es mal so sacken, mit allem Guten und Schlechten vielleicht. Genau. Tja, wollen wir, Herr Weidinger, ein Abschlusswort sozusagen wie so wie, in der, wie im Gottesdienst der Fotografen? Das. Ich denke, das hat der Klaus Bach hier auch gerade gemacht. Das ist genau das ist der Punkt. Das fand ich als Statement auch sehr gut dazu. Also ich denke, das Thema haben wir eh auch ganz gut mal abgehandelt. Es ist ein super spannendes Thema. Es hängt auch mit unserer Menschheitsgeschichte zusammen, also mit uns als Menschheit überhaupt, als Gesellschaft. Das ist etwas, was uns noch lange beschäftigen wird. Und die Fotografie ist ein ganz entscheidendes Medium. Ganz gleich, ob sie jetzt als digital also entfremdet wird oder verfremdet wird, wie auch immer. Aber da haben also KünstlerInnen spielen eine sehr, sehr große Rolle dabei, auch in Zukunft. Genau. Ja gut, wir haben ja anderthalb Stunden einfach ganz gut gefüllt, nicht nur mit Plattitüden, sondern ab und zu mal purzelte eine Weisheit raus, ist doch toll. Ja, mir macht es Spaß, ich danke euch, dass ihr einfach durchgehalten habt, im positiven Sinn. Mir hat es Freude bereitet, ich hoffe, euch geht es auch so. Und also lasst es euch gut gehen. Wir sehen es vielleicht ein paar von euch auf der nächsten Tagung. Und mir macht meine Moderatorenrolle selbst Spaß im Alter. Noch was Neues. Ich werde wahrscheinlich kein Lanz werden, aber ich muss keine Lanze für die Fotografie brechen. So, also noch eine kleine poetische, humoristische Note zum Schluss. Also macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Vielen Dank. Ja. Alles klar, tschüss. Vielen Dank. Tschüss in die Runde. Alles Gute. Bye bye. Bye bye.
Bye-bye.